So, Leute, da bin ich wieder für eine letzte Folge für heute. Und wir haben ja gesagt, wir wollen mit der Axt... Hier ist noch nichts, ne? Noch ist hier nichts. Ich habe gedacht, jetzt passiert hier schon was, weil wir ja die ganzen Kerzen bereits ausgepustet haben. Warte mal, hier konnte ich ja auch noch hin, ne? Das müssen wir auch noch machen. Aber wartet, wir gehen erstmal, oder haben wir schon... Wir haben noch nichts Seiliges. Das könnte man dann für die Glocke eventuell gebrauchen. Aber ich würde gern erstmal... Das ist ein langer Weg, ne? Aber da können wir gleich nochmal gucken, ob wir wirklich alle Kerzen ausgemacht haben. Nämlich die hier noch nicht. Hä? Doch, die habe ich ausgemacht. Die wollte ich nämlich wieder anmachen. Und das ging nicht. Okay, ich wollte nur gucken, ob jetzt hier irgendwas passiert. So, hier das Seil. Nein, nein, nein. Die Axt ist dafür viel zu wuchtig. Bei meinem Talent bringe ich noch die ganze Brücke zum Einsturz. Okay, dann vielleicht doch der Zahn? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren, wenn ich das Seil doch nur irgendwie abbekäme. Okay, ich muss also den... Hier so? Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein... Aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Okay, jetzt das Seil und der Zahn. Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ah. Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Verrückt. Sowas wie eine Angel? Wartet mal. Hier sind die Lampen jetzt auch wieder alle an. Ja, also die Kerzen. Wir pusten die mal wieder aus. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Mama. Irgendwann bedeutet das noch was. Können wir jetzt hier bei den Blasen was angeln? Zum Angeln fehlen mir noch vier Dinge. Ein Hut, ein Köder, Zeig. Und was war noch gleich das vierte? Ach ja, Lust. Aber wir haben noch einen Hut auf. Ach nein. Die Schaufel ist kaputt. So lässt sich damit wenig anrichten. Der Haken ist spitz genug. Nein, die Leiter brauche ich nur, um an entfernte Dinge ranzukommen. Na gut. Hier? Die Leiter ist nicht lang genug, um ans andere Ufer zu gelangen. Ich sitze hier wohl vorerst fest. Na gut, dann war das jetzt doch nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Beziehungsweise ich hätte es mir leichter vorgestellt. Hier war nichts weiter, ne? Guck mal, die Lichter sind jetzt wieder alle an. Ist doch doof. So, kann ich jetzt aber... Warte mal, wir gehen mal ein Stückchen höher. Kann ich denn jetzt hier das? Oh je, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Das. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Ich, das. Das. Wofür war die Glocke nochmal gut? Ich hab's voll vergessen. Wir ziehen mal dran. Ich habe gerade überlegt, ob ich alle. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Ah! Schnell hoch, schnell hoch. Weil das bedeutet, wir können den Schlüssel klauen. Huch. Ich mach zwar trotzdem hier mal... Hallo? 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 Kannst du mal... Danke. Die Kerzen aus. Und nochmal die Kerzen aus. So, und jetzt schnell hier rein. Und schnapp dir den Schlüssel. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, wofür wir den Schlüssel brauchen, denn wir haben doch gar keine verschlossene Tür bis jetzt gehabt, oder? Die Kerzen pusten wir auch aus. Okay. Okay. Kerzen, die Blume, die kann ich nicht mitnehmen, ne? Ich lasse sie besser, wo sie ist. Bei mir gehen Blumen immer sofort ein. Ben sagt, es liegt in meiner Ausstrahlung. Die Socke, kann ich die haben? So schnell alles einsacken, bevor der wiederkommt. Falls er dann wiederkommt. Die Tür, wenn ich die zumache.
Kann es sein, dass die Socke wegen seinen Käsefüßen so käsig ist, dass die Maus sogar rauskommt? Yum, yum. Was haben wir denn da? Lecker Käse. Was habe ich jetzt davon? Kann ich die Maus fangen? Ha, hab ich dich. Was mache ich jetzt mit der Maus? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Okay. Der Vogel ist hier nicht im Schrank mehr, ne? Der ist schon weg. Lea, wenn es irgendetwas da drinnen gab, dann hat das der kleine Vogel wohl aufgefressen. Oha, müssen wir etwa... Die behalte ich lieber bei mir. Okay, ich dachte schon. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns den Screen an, weil hier haben wir, glaube ich, jetzt alles abgefrühstückt. Bei Bando fällt mir halt hauptsächlich die unglaubliche Arbeit mit dem Oliver im Studio ein, der einen grandiosen Spaß dabei hatte, Bando zu vertonen, weil er so ordentlich lospoltern konnte. Bando! Bandos explodierende Äpfel! Das hat schon wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt waren die Sprachaufnahmen halt was ganz Besonderes bei Whispered World. Wir waren das erste Mal in Studio 2 beim Periscope Studio. Die hatten gerade neu sich eine zweite Aufnahmekammer eingerichtet. Heute ist da ein wunderbar ausgekleidetes Studio, aber als wir das aufgenommen haben, da war der Raum halt hauptsächlich ein Lager für alle möglichen Musikinstrumente. Und dann haben sie da halt einen Teilbereich abgehangen mit Vorhängen und so weiter und eine kleine improvisierte Tonregie davor gebaut. Und als wir angefangen haben aufzunehmen mit, ich glaube, wir haben tatsächlich auch mit Gunnar angefangen, also der den Sedwick gesprochen hat, wo wir ziemlich lange gebraucht haben, bis wir halt diese sehr spezielle Stimme für Sedwick gefunden hatten, dieses etwas Gnomige, wir haben immer gesagt, mehr gnomig. Ja. Haben wir ziemlich lange für gebraucht und ziemlich viele Anläufe. Dann waren wir gerade so weit und dann hat er irgendwie immer was mitgeschallert, hat was gesagt und irgendwo gab es ein komisches Echo so. Und, wir haben das aber nicht lokalisieren können, nicht auftreiben können. Wo kommt das her? Warum gibt es dieses seltsame Echo? Und sind durch diesen Raum gelaufen und haben so Mop, Mop, Mop gerufen, um halt zu gucken, woher kommt dieses... Wir müssen halt irgendwie gewirkt haben wie totale Spasten. Als wären wir bescheuert. Damals hat übrigens die Sinica noch Tonregie gemacht bei Periscope, die unter anderem für ihre Spracharbeit oder eben nicht Spracharbeit bei Harveys Neue Augen, die hat Lilly vertont. Die hat Lilly gesprochen. Echt? Genau. Aber sie hat auch Doris gesprochen. Und vor allen Dingen hat sie natürlich Grohl bei Deponia gesprochen. Und damals hat sie noch Tonregie gemacht. Hat aber auch bei Whispered World schon gesprochen. Und zwar wen? Einen der Hauptcharaktere? Ja, sie hat Spot gesprochen. Genau. Das Fiepen von Spot, das war ebenfalls Seneca. Und Krupa. Aber zu dem kommen wir später. Ah, wenn ich hier noch irgendwie benennen kann, ist auf jeden Fall Simone Kesterton. Ja. Sie hat nämlich auf jeden Fall das Line-Art von dem Screen gemacht. Wunderschön. Ach, stimmt, das war ein Simone-Raum. Ja, hier. Genau, es war ein Simone-Raum. Sehr, sehr schön geworden. Ich habe ihr leider zum Beispiel irgendwie so Vorlagen gegeben wie einen Besen, der im Hintergrund ist, den man nie benutzen kann. Aber es sah schön aus. Und wir haben ihn da gelassen. Genau, so, mit etwas Abstand kann man eigentlich diesen Screen von deinen Screens kaum noch unterscheiden. Also hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst sogar, dass der gar nicht von dir kommt. Siehste? Das heißt, du bist doch ersetzbar. Richtig. Verdammt. So, wir müssen kurz schneiden. Ich muss mal kurz prügeln. Okay. Die Seneca übrigens, die hat auch bei Skyrim sehr, sehr viele Charaktere gesprochen, was ich voll interessant fand. Wartet mal, war das Seneca? Nee, ich verwechsel das gerade bei Skyrim. Die Dame, das ist die gleiche, die, Satinavs Captain.
Glaubt ihr es? Ich habe ihren Namen vergessen. Unsere kleine Fee, verdammt nochmal, die aus Nerut Nevar kam. Umgedrehte Aventurien. Nuri Darinella Wanda. So, jetzt haben wir es. Gut, können wir weiterleben? Hier haben wir ja schon geguckt. Was ich machen wollte, war diese Tür wieder öffnen. Warte mal, waren hier Kerzen auch drin? Nee, ne? Nee, ich sehe keine Kerzen. Der einzige, der hier leuchtet, ist Spot. Warte mal, Spot leuchtet. Nicht, dass das irgendwie... Okay. Noch dazu führt, dass, das gerade nicht funktioniert mit den Vögeln. Okay. Aber hier scheint auch nichts zu sein. So, hier oben können wir aber noch rein. Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Okay, so viel dazu. Wir haben einen Schlüssel. Ein Schlüssel für hier unten ist doch ein Haus, als wenn ich reinkam. Das wäre doch abgeschlossen. Das gucken wir uns mal an, würde ich sagen. So, komm mit, komm mit. Ich mag diese Geräusche im Hintergrund voll gerne. Ja, passt. Na dann, schnell rein mit uns. Okay, hier ist ein Horn. Noch eine Kerze, aber die kann ich diesmal nicht ausmachen. Schriftrolle und Taktstock, den brauchen wir bestimmt. Für die unsere Axt kann das sein. Nee, hier für die Schaufel. Der Dirigentenstab eignet sich nicht als Schaufelstiel. Er ist zu schmächtig, zu schwach und er leidet unter schrecklichen Albträumen. Okay, ich war mir gerade übelst sicher, aber so viel dazu. Schriftrolle. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Das kann ich nicht. Das konnten, hier gerade bei mir was so laut geschrien? Ich muss gerade mal mein Headset absetzen, Leute. Ach, das sind Kinder auf der Straße. Es hat geklungen. Es wird ja jemand abgestochen werden, aber... Uiuiui. Ich habe eigentlich eine so schöne Stimme. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Kann vielleicht Spotnoten lesen? Okay. Ah, und hier, der oben, der Bando, kann bestimmt, wenn er hier Opernsänger werden will, dann muss er doch hier, ne? Ihr wisst schon. Das Horn... Ich bevorzuge eigentlich Streichinstrumente. Nicht, dass ich darauf spielen könnte. Um ehrlich zu sein, verspiele ich mich selbst, wenn ich beim Zirkus den Pausengong schlagen muss. Er liebt Streichinstrumente, damit wenigstens irgendwas streichelnd berührt wird. Das Horn scheint verstopft zu sein. Er musste ein bisschen fester durchpusten. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Okay, wenn es verstopft ist, kann man hier was reinpieksen. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht... Okay, kann ich den Zettel angucken? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Okay. Kann ich die Maus reinstecken, damit sie das frisst, was drin ist? Ich bezweifle, dass die Maus genug Puste hat, um das... Dass die Maus genug Puste hat, Spot. Du. Hier. Horn. Ich bezweifle, dass Spot so genug Puste hat. So vielleicht nicht, aber vielleicht so. Opas Hose! Bando! Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Super, das Horn ist wieder frei. Okay, sehr, sehr geil. Hocker, kann ich den haben? Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Kalina finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Okay. Dann würde ich sagen, können wir den ja zuhören, denn das Rätsel im Raum haben wir ja gelöst. Ja, das Nebelhorn. Ein weiteres von vielen Symbolen, die halt Marco schon einfach so schon mal gezeichnet hatte.
die mich dann in dem Glauben bestärkten, ja, hier geht es tatsächlich um eine weitere Variante des Themas Konservierung und das halt Tod bedeutet und Zerstörung, das Leben bedeutet. Hier in diesem gesamten Kapitel abgebildet durch Geräusche. Und genau, Marco hat mir am Anfang noch vehement widersprochen, was das anbetrifft. Und da habe ich mich aber nicht von abbringen lassen. Und ja, im Endeffekt finde ich das halt einfach sehr gelungen, wie dieses ganze Kapitel sich darauf zentriert halt, dass alle ruhig sind, um halt irgendwie den Frieden oder halt irgendwie die Insel, wie sie ist, das Leben auf der Insel zu bewahren, zu konservieren, halt alle still sind und Sedwick kommt an und macht halt erstmal Alarm und hat halt diese Glocke und das Nebelhorn und daher kommen noch die Yuckies, die dann, ja, die, freut euch auch auf die Yuckies, die sind cool. Und ja, macht halt immer mehr Lärm. Und dabei fällt mir ein, dass wir im Fall der Yuckies mussten wir tatsächlich nachher die Metapher umdrehen sozusagen. Weil ursprünglich sollte man die Yuckies, glaube ich, zum Schlafen bringen. Mm, genau. Und ja. Jetzt, dann haben wir gemerkt, das passt ja überhaupt nicht mit dem gesamten Rest zusammen. Und dann haben wir halt auch die Yuckies aufgeweckt. Richtig? Ich glaube schon. Ja. Ja. Was ihr jetzt noch nicht wissen dürft, aber... Genau. Außerdem hier gibt es natürlich auch wieder einen super Einsatz für Opas Hose. Nicht im Bild. Nicht im Bild. Aber man eine sehr aufwendige Animation auch später. Ja, das ist super. Eine der kompliziertesten. Apropos Animation, dabei fällt mir noch ein, dass wir damals tatsächlich seinerzeit noch richtig mit den Leuchttischen gearbeitet haben bei den Animationen. Oh, stimmt. Ja, also da sah das aus, wie halt, wie man das aus alten Dokus über die alten Looney Tunes Sachen oder so kennt, wo eben die Animatoren an ihren Leuchttischen saßen und halt Butterbrotpapier ja, auf eine leuchtende Oberfläche gelegt haben und dann halt immer so hin und her geflippt haben, um die einzelnen Animationsphasen zu zeichnen. Heute machen wir das nicht mehr. Heute zeichnen wir halt direkt digital, ja, weil das einfach schon auch Sinn macht, weil man halt schneller und einfacher korrigieren kann. Genau. Und ja, unsere Zeichner, diese Tablets, mit denen man direkt in den PC zeichnen kann, sind auch deutlich besser und erschwinglicher geworden. Da ist uns mal die Technologie entgegengekommen und jetzt können wir direkt am Computer flippen. Aber da, anno 1632, oder wann war das noch gleich, als wir hier Whispered World gemacht haben? Ja, muss so um und bei gewesen sein. 1600 noch was, genau. 32, ich erinnere mich, da war gerade so, kam in den Nachrichten so Amerika entdeckt. Ach nee, das war noch früher. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, damals hat man das noch mit Zeichentischen gemacht. Wir sind ja schon einfach sehr alt, muss man dazu sagen. Ja. Genau. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr jetzt unsere Bärte wachsen. Ich liebe ja Bart, ne? Was wollte ich Ihnen gerade an der Stelle sagen? Achso, da war mal wieder ein Spoiler drin. Aber na gut, die Yuckies oder ein Yucky haben wir ja schon gesehen. Deswegen so ein harter Spoiler ist es jetzt nicht. Auf der anderen Seite schon, aber vielleicht werden wir sowieso dann sehen, dass wir sie wecken müssen. Achso, das mit den Zeichentischen und so wollte ich sagen. Wenn ich doch mit mehr Zeichentalent gesegnet wäre oder... Keine Ahnung, man sagt ja immer, oder viele sagen ja, das ist absolute Übungssache und wenn man ein bisschen Zeichnen übt, kriegt man das hin. Aber ich glaube auch, dass dazu ein gewisses Verständnis von Formen und Bewegung und ein kreativer Geist in der Richtung kreativ dazu gehört. Und ich glaube, dass ich nicht ganz dafür gemacht bin, was ich echt schade finde. Weil das wäre schon ein richtig harter Traumjob für mich gewesen, also... Jetzt von, hing die Hose nicht erst hier? Na, ist ja egal. Auf jeden Fall vom Interessengebiet und sowas einem her. Wäre schon richtig geil gewesen. Nein,
Mit dem Stab komme ich da nicht ran. Oha, achso, die Angel habe ich ja schon benutzt. Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir einfach die Angel und holen uns die aber hier vielleicht. Unmöglich. Wo sollte ich die Leiter denn bitte hinstellen? Ich habe keine Ahnung, ich will aber Opas Hose haben. Wie denn? Ich komme nicht ran. So lang sind meine Arme nun doch wieder nicht. Kann ich denn nicht von hier? Das ist Stein... Kerzen, ach so. Ich muss zugeben, das habe ich mir jetzt gerade viel, viel einfacher vorgestellt, als es ist. Aber liebe Leute, ich sehe auch gerade auf der Uhr, wir haben schon wieder 20 Minuten überschritten. Ich wollte eigentlich sogar weniger als 20 Minuten machen, weil ich eigentlich jetzt hier im Anschluss wieder einen Stream schauen wollte, den ich gerade so ein paar Minütchen verpasse, ist jetzt nicht der Hammer. Aber ich würde sagen, wenn sich auch wie traurig er guckt, oder? Boah, das macht mich auch gleich traurig. Ich würde sagen, an der Stelle gönnen wir Cedric mal eine ruhige Nacht. Und schauen uns dann entweder morgen an, wie wir die Hose holen, oder ich habe nebenbei noch ein anderes Horrorspiel gefunden, was auch point-and-clickig ist und was aber die übelst fetten Bewertungen hat, teilweise mit Sätzen wie bestes Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und das werde ich jetzt hier so nebenbei dann noch spielen. Deswegen werde ich morgen, denke ich, mal in Horror reingucken und Whispered World mal kurz ein bisschen in Ruhe lassen. Ja. Mal gucken, liebe Leute. Vielleicht habe ich das nächste Mal ein bisschen mehr kreative Ahnung. Oder reiße einfach die Glocke ab und dann angeln wir uns die Hose hoch. Das wäre doch so cool gewesen, mit einem Haken und einem Seil die Hose hoch zu angeln, oder? Also, naja, gut. Wie dem auch sei, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und bis zur nächsten Aufnahmesession. Also bis dann. Tschüss.